Bordeaux blutet. Der unfähige König Luan schafft es zwar, die privilegierte Oberschicht um Couronne um sich zu scharen und die bösen Mächte von dort fernzuhalten. Die kleineren Fürstentümer aber leiden besonders unter Angriffen der Nekromanten aus Moussillon, den gierigen Zwergen und vor allem unter gelegentlich plündernden Goblins aus den Bergen. Aus der geschändeten Asche von Bordeaux steigt aber nun ein Anführer empor, der als wahrer Herrscher der Bretonen emporkommen sollte. Als tapferster Ritter des Fürstentums ist es Alberics Pflicht, die Schwachen zu beschützen und das Böse zu bestrafen. Sein erster Zug ist es, die versifften und stinkenden Lager der Halbmonde und der Skarsnik dem Grausamen endlich von der alten Welt zu fegen. Nachdem die Familie Alberics Frau nach einem Orgüberfall beinahe komplett ausgelöscht wurde und deren Leibe von diesen Untieren aufgefressen wurden, ist es seine heilige Pflicht, Gerechtigkeit zu üben. Und nicht nur für sich selbst, sondern für alle tapferen und unschuldigen Männer, Frauen und Kindern auf bretonischen Bauernhöfen, die gleiche Schicksale erlitten haben. Keine Grausamkeit dieser Welt soll ungesühnt bleiben. Will Skarsnik es wagen, den bislang Unbesiegten herauszufordern? Mit hellen Fanfarentönen in der Sonne stimmenden Speeren und windschwebenden Fahnen schallt es durch die Täler. Die Söhne der Herren des Sees wollen Rache für die toten Kinder Bretonias. In dieser zweiten Schlacht des Turnier der 3000 macht sich die badische Garde, bestehend aus Badener General und No Future, mit der Fraktion der Bretonen Bordelot auf den Weg unter der Führung von Alberic de Bordeaux. Die Gebrüder des Todes, angeführt von Ludwig 15.000 und Noob, die Grünhäute der Fraktion der Halbmonde und das Skarsnik in die Schlacht führen, zu besiegen. Auch wenn die Bretonen in diesem Fall den Kampf zu den Grünhäuten tragen, sind beide Armeen Angreifer, denn die Grünhäute sind nicht dafür bekannt, sehr passiv dazustehen, sondern suchen immer den Kampf mit ihrem Feind. Deswegen müssen beide Fraktionen angreifen, bis eine gewonnen hat. Die Karte, die gespielt wird, ist der Blutkieferwald. Viel Erfolg! Ich hoffe, euch hat auch dieses kleine Intro-Video zum Kampf gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Like da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir freuen uns auf die Schlacht.